Global haben die Aktienmärkte deutlich verloren. Der DAX ist in der vergangenen Woche unter die 12.000-Punkte-Marke gerutscht. Dabei war doch das Allzeithoch erst eine Woche vorher ganz, ganz nah. Ja, was bedeutet das jetzt für die Aktienmärkte? Wir schauen hier beim Trading Talk auf die charttechnische Analyse. Und bei mir ist der Senior Marktanalyst vom Broker IG, Christian Henke. Schön, dass Sie wieder da sind. Sie haben uns einen Chart mitgebracht. Was sehen wir da charttechnisch? Welchen Schaden richtet Corona an? Ja, wie Sie schon gesagt haben, das war ja noch gar nicht so lange her. Da haben sich die Anleger gefreut. 13.600, das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2018, endlich überwunden. 13.800 und viele sagten sich, naja, 14.000, das ist auch nicht mehr so weit weg. Wenn wir uns aber jetzt mal das Diagramm bzw. das Big Picture anschauen beim DAX auf Monatsbasis, da sehen wir aber einen kleinen, ja, ich will mal sagen, ein Haar in der Suppe, nämlich wir sehen, das Allzeithoch aus dem Jahr 2018, das wurde in der Tat auf Schlusskursbasis überwunden. Auf Tagesbasis und auf Wochenbasis, aber halt nicht auf Monatsbasis. Und das war leider Gottes ein Problem. Dann kam natürlich Covid-19, also das Coronavirus, den Anlegern doch gehörig dann dazwischen. Das waren wirklich, man kann sagen, ein gehöriger Strich durch die Rechnung. Ja, und was sehen wir? Der Schaden ist immens. Wenn man sich doch dann letztendlich das Kursgeschehen, das aktuelle Kursgeschehen angeht, der DAX, der purzelt, das ist schon im Grunde ein Sturzflug par excellence. Und ja, interessant ist es für uns Charttechniker trotzdem, wenngleich für den Anleger nicht so sehr schön ist, dass wir jetzt eine sehr wichtige Unterstützung erreicht haben. Das sieht man hier, die grün gestrichelte Linie in den Bereich um 11.800. Darum streiten sich jetzt Bullen und Bären. Wenn es da runtergeht, natürlich auf Schlusskursbasis. Und wir haben dann natürlich dann ein sehr großes Problem. Nämlich, wie schon hier die Überschrift verrät, dann hätten wir ein Doppelhoch und das Doppelhoch wäre nach unten vollendet und das wäre kein gutes Vorzeichen. Das heißt also, im schlimmsten Fall wäre die Hosse erst einmal unterbrochen. Die Hosse unterbrochen, das heißt, wir sind mitten eigentlich in der Korrektur drin. Können wir da noch ein gutes Börsenjahr auch erwarten? Ja, das wird natürlich jetzt insofern schwer, weil wir ja ganz einfach die Auswirkungen der Pandemie nicht abschätzen können. Experten sagen natürlich, konjunkturell gibt es eine Delle. Die Frage ist natürlich, kann die Delle wieder im nächsten Quartal ausgebeult werden? Andererseits muss man natürlich dann sagen, der Börsenzug, der hatte unlängst ja doch sehr schnell Fahrt aufgenommen. Plötzlich waren wir 13.600, dann 13.800. Viele Börsianer sind nicht aufgesprungen. Das heißt also, vielleicht könnten schon jetzt der ein oder andere Schnäppchenjäger jetzt hier auf dem Frankfurter Börsenparkett zu finden sein. Das würde dann letztendlich bedeuten, dass wir auch saisonal Ende Februar bis Ende April ist gar nicht mal so eine sehr schlechte Zeit, vielleicht doch da wieder Rückenwind bekommen. Aber letztendlich muss man sagen, aus charttechnischer Sicht, die 11.800, die müssen letztendlich verteidigt werden. Wir sehen zum Beispiel auch jetzt hier im zweiten Chart auch wiederum den DAX auf Monatsbasis und mit den sogenannten Bollinger Bändern. Aber hier als Trendfolgeansatz, das heißt, ich darf es mal kurz erklären, schließt der DAX oberhalb des oberen Bandes, ist das ein mittelfristiges Kaufsignal, unterhalb des unteren Bandes entsprechend ein Verkaufssignal. Ja, und als ich den Chart erstellt habe, da waren wir noch vom unteren Band relativ weit entfernt. Das verläuft ungefähr so bei 11.900, 11.850. Ja, wenn das natürlich dann letztendlich nachhaltig unterschritten wird, dann hätten wir auch da nochmal deutlich Gegenwind, beziehungsweise die Bären hätten erst einmal wieder gewonnen. Wo sollten denn Anleger jetzt reingehen? Ist Gold da vielleicht der sichere Hafen, wie man immer sagt? Ja, natürlich sieht man hier eine inverse Korrelation. Das heißt also, fällt der DAX, steigt der Goldpreis. Das heißt also, Gold bleibt auch weiterhin der sichere Hafen. Wir sehen das auch sehr schön. Auch hier habe ich das Big Picture des gelben Edelmetalls mitgebracht. Das heißt also, rein theoretisch könnten wir sogar bis in den Bereich
bei 1800 US-Dollar je Feinunze vorstoßen. Das heißt also, je länger natürlich die Pandemie andauert, je länger natürlich die Börsen gen Süden, ja man kann sagen purzeln, ja, desto mehr profitiert davon der Goldpreis. Sagt Christian Henke, Marktanalyst beim Broker IG. Vielen Dank, dass Sie beim Trading Talk zu Gast waren und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Wir sehen uns bald wieder hier bei Inside Wirtschaft.